So, hallo und moin moin mal wieder, Freunde des guten Geschmacks. Heute mal was ganz anderes, und zwar geht es um was sehr Wertvolles. Ich habe hier mal Sachen für ein paar tausend Euro gekauft. Ja, wa? Sollte man nicht glauben. Aber wer viel druckt, der bezahlt auch immer sehr viel. Und da gibt es Sachen, die sind teurer als Gold, wenn man es genau nimmt, oder je nach Hersteller, ähnlich teuer. Nämlich hier, da haben wir hier Druckerpatronen, Typ seht ihr. Wenn ich das sehe, eine so eine Patrone kostet, ich guck mal eben schnell nach, auf jeden Fall sehr viel Geld. Ich glaube immer so um die 28 Euro. So, bei Farbe liegen wir bei rund 24 Euro, davon 1 Liter, sind wir bei 12.000 Euro. Das heißt, wir haben bei ca. 9.000 Euro für 1 Liter Schwarz und ca. 12.000 Euro für 1 Liter Farbe, sind wir bei 21.000 Euro komplett. Das heißt, wir liegen bei 10.500 Euro per Liter Farbe. Ne? Also lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Dementsprechend kann man sparen, wenn man das selber macht, sofern das möglich ist. Nicht weiter tragisch. In dem Fall seht ihr die Patronen. Wenn die eingetrocknet sind, die in lauwarmes Wasser liegen, am besten auf was Saugfähiges, einen kleinen Schwamm, eine kleine Schale mit Wasser, lauwarmem Wasser, dann das Ding rauf, dann weicht die Farbe wieder an. Das Ganze schön abwischen, auf einen wasserfesten Untergrund stellen, dann kann man schön beifüllen, das heißt hier unter dem Aufkleber, genau hier in der Mitte, ist nämlich ein Loch und da unten drunter kommt die Farbe rein. Wenn das jetzt keine XXL-Patrone ist, sondern eine Standard, hat man einen kleineren Schwamm drin, der nutzt dann bloß ca. 2 Milliliter. Bei den XXL sind 3,5 Milliliter, wenn ich mich nicht irre, drin. Das heißt, da hat man ein Stückchen erweitert. Also der Platz da drin ist, ich sag mal, auch für 6-7 Milliliter, wenn man den Rest noch aufmacht. Aber eben für Standard reicht das. Das Füllen, dazu einfach ein herkömmliches Nachfüllset. Da sind alle Farben bei, Rot, Blau, Gelb und Schwarz. Hier kann man eben das Schöne machen, man füllt nur nach, was auch wirklich alle ist und muss nicht ständig eine neue Patrone kaufen für Geräte, die man gar nicht braucht eventuell. Denn wie oft ist es, man druckt und im Endeffekt ist eigentlich nur Gelb alle oder Rot oder je nachdem, welche Farbe man gedruckt hat. Jetzt muss man aber jedes Mal eine neue Patrone bestellen. Ich tue mal nebenbei schon die Spritze vorbereiten für die Farbe. Muss man jedes Mal eine neue Patrone bestellen. Nur weil eine der drei Farben alle ist und für den Rest eventuell noch eigentlich genug vorhanden wäre. Also bei den Kanülen, die hier mitgeliefert werden, die sind nicht spitz, die sind vorne abgestumpft. Die sind speziell dafür gemacht, hier einzufüllen. Gucken wir mal, passt. Dann kommt auf den Schwamm, alles gut. Achtet drauf, hier sind Handschuhe bei, benutzt die. Das ist sinnvoll, ist immer eine große Sauerei. Wenn man einen Tropfen daneben geht, sieht man immer aus wie Hunde. Was immer so eine schöne Sache ist, dass die Flaschen auch sehr gut verschlossen sind. Alter Schwede, die kriegt man so gar nicht auf. Wäre natürlich nicht sinnvoll, das Zeug hier zu beschädigen, weil das dichtet auf den Deckel ab, falls die Flasche mal liegt. So, die Flaschen sind natürlich sehr gut verschlossen. Hier musste ich den echt aufschneiden, weil ging nicht ab, das Zeug. Das klebt so hart. So dumm ist, jetzt kriegt man die Flasche nicht mehr hundertprozentig dicht. Ich habe ein Set genommen mit 3x 100 ml Farbe und 1x 250 ml Schwarz. Und gehe mal davon aus, dass das reicht. Da ich weiß, dass hier 2 ml Farbe reinpassen, fülle ich dementsprechend
ziehe ich 2 mm Farbe in die Spritze auf. Und drücke die dann ganz langsam in die Patrone rein. Mach das nicht zu schnell, der Schwamm muss das aufsaugen können. Es kann während des Füllens passieren, wenn ihr das so schnell macht, dass das natürlich direkt unten rausläuft. Sollte nicht, kann aber. Deswegen macht das vorsichtig. Und dann sollte theoretisch nichts passieren. Jetzt muss man aufpassen, da ich das aufgeschnitten habe, soll ich das genau wieder so rauflegen, wie ich es abgemacht habe, damit es wenigstens in etwa dichtet. Und dann den Deckel wieder gut festdrehen. Und dann nach Möglichkeit stehend lagern. Nicht hinlegen, wenn man es einmal angeschnitten hat. Ich denke nicht, dass das hundertprozentig dicht ist. So viel dazu. Dann den Aufkleber wieder drüber oder ein Klebeband drauf, dass das Loch oben wieder zu ist. Und das war es dann schon. Dann ein bisschen Sekunde, Minute warten. Der Schwamm muss ich aufsaugen, das muss ich wieder bis unten hin verteilen. Ja, und das war es dann im Großen und Ganzen schon. Schon hat man schwarz wieder gefüllt. Jetzt ist es, wenn man Farbe nachfüllt, ähnlich. Wieder oben den Aufkleber. Vorher noch mal kurz angemerkt, jede Spritze für eine Farbe, behaltet das so bei, versucht es nicht durcheinander zu bringen, sonst habt ihr ein kurioses Druckergebnis. Also das heißt, jede Spritze für die jeweilige Farbe und das auch so beibehalten, immer wieder. Und nicht durcheinander bringen, sonst stimmt das Farbergebnis nicht mehr mit der Realität überein. So, jetzt haben wir hier eine XL-Patrone. Und hier sehen wir schon mal die Löcher. Da muss ich es selbst schauen. Mit der Brille ist das natürlich, denke ich, hier ist gelb. Das ist blau und hier oben ist rot, wenn ich das gut erkennen kann. So. Sieht zumindest so aus. Aber ich werde mich noch mal schlau machen. Und dann genau gucken. So, jetzt muss ich auch selbst noch mal nachschauen, ob das wirklich so war. Schwierig zu erkennen. Also wenn man mit Licht reinguckt, mit dem Lämpchen, sieht man, dass hier oben ist rot, also Magenta. Hier ist gelb, yellow und hier ist blau, cyan. Ja, und da füllt man nach, das ist eine XL, das heißt in jeder Kammer sollten hier 3,5 Milliliter drin sein, wenn ich nicht irre. Ich will mich da mal nicht hundertprozentig festlegen, aber mir war das mal so. So, dann müssen wir jetzt die restlichen Spritzen auch vorbereiten. Da, wie gesagt, jede für eine Farbe und das immer und immer wieder bei jedem Mal füllen, benutzen wir selbe Spritze für dieselbe Farbe. Natürlich müssen wir vorher alle Flaschen öffnen. Achso, übrigens ist hier nochmal eine Beschreibung dazu. Die ist in der Packung mit drin. Wer so ein Nachfüllset holen will, also dasselbe gibt wahrscheinlich auch andere von anderen Anbietern. Ich kaufe hier immer die, oder immer ist gut. So oft nur auch nicht, so alle, je nach Druckweise, alle 2 Jahre, denke ich. Oder wer mehr druckt, alle Jahr oder noch schneller. Da ist nochmal beschrieben, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, dann beginne ich oben mit Rot, dann mit Gelb, dann mit Blau. So, dann müssen wir erstmal schauen, ob die alle so gut zu sind, dass man die nicht aufkriegt. Dann haben wir nämlich ein Problem, das ist ein ganz schönes Gemäre. Wie sehe ich schon, die sind alle so gut verklebt. Das wird problematisch. Okay, dann habe ich auch keine Lust, das großartig aufzuschneiden, wie bei der ersten. Sondern ich mache das mal anders und steche jetzt einfach mal durch.
und saugt das so ein. Ja. Aha. Und dann klebe ich einfach oben ein Stück Klebeband drauf und dann ist auch wieder gut. Und da muss ich mich nicht rumquälen. So, und jetzt gehen wir vorsichtig dabei und füllen den Spaß ganz langsam. Meistens ist hier oben noch so eine Membran zwischen. Hier drin so eine leichte Gummimembran. Da muss man durch. Kann sein, dass die verschlossen ist. So, also schön langsam reindrücken. Wenn ihr es zu schnell macht, schießt euch das oben wieder raus. Und ihr habt den Spaß in der ganzen Wohnung verteilt. Das nach Möglichkeit nicht tun. Also wie gesagt, ich mache das jetzt mal anders. Hoffe, dass ich jetzt mal bei der Rolle Klebeband einen Anfang finde. Ist immer so eine Sache. So. Ein Klebeband drauf. Weil ich nicht weiß, ob der Deckel wirklich abdichtet. Machen wir das einfach so. Und danach wird der Spaß auch in den Schrank gestellt und nicht gelegt. Und dann sollte das alles wieder schick sein. Also die Verarbeitung der Flaschen ist nicht so das Wahre, aber man muss ja nicht allzu oft machen, je nachdem wie oft man druckt. So, welche Farben benutzt wurden, das sieht man dann halt. Oh, alle unterschiedliche Deckel. Die sitzen so gut auf den Hüllen drauf. Zack, rein. Farbe aufziehen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt per se 3 Milliliter oder 3,5 füllen. Wenn ihr sagt, ihr füllt sowieso öfters nach. Zack, hier haben wir den Fall. Hier kommt schon rausgelaufen, das heißt, es war entweder noch ein bisschen was drin. Das ist dann so, oben dann rot war leer. Und blau haben wir noch. Das ist das, was ich meinte, füllt das vorsichtig. Wenn man jetzt sagt, oh, die ist leer, 3,5 Milliliter rein und nachher waren von blau zum Beispiel noch 2 Milliliter drin. Und dann hat man 1,5 Milliliter, oder vielmehr 2 Milliliter, irgendwo in der Wohnung verteilt. Und das ist dann weniger im Interesse, in eurem Interesse. So, wenn ihr die Hülle drauf macht und das Ganze so zumacht, halten die Spritzen eine kleine Ewigkeit. Da braucht man auch nicht so unbedingt Angst zu haben, dass die eben mal eintrocknen. Man kann sie auch ins Wasser stellen oder ausspülen und dann stehen lassen. Ich benutze die immer so. Ja, in der Regel passiert da auch mal nichts. So, wieder zukleben. Das ist natürlich so eine Sache. Dann braucht man beim nächsten Mal, wenn man das hat, nur das Klebeband ein Stück beiseite ziehen. Mit der Spritze rein und alles wieder gut. Rand schneide ich ab, damit der Deckel wieder gut drauf passt. Wenn das übersteht immer, dann schließen diese schlecht. So, dann haben wir blau, jetzt haben wir noch das Gelb dabei. Hier haben wir wieder so einen Verschluss, also ihr seht das, nicht wundern. 3 Flaschen, 2 verschiedene Varianten von Verschlüssen. Durch das Reinstechen bleibt manchmal der Proppen hier vorne drin. Dann ist die Spritze zu. Dann mal kurz den Propf entfernen, füllen. So, hier nehme ich auch wieder 3 Milliliter.
Und schau mal, achte drauf, wenn du das rauszieht und das ist wirklich zu dicht hier oben, dann habt ihr einen kleinen Gegendruck, das erzeugt dann ein Vakuum da drin oder einen Unterdruck vielmehr. Und dann geht es dementsprechend schwer. Also gelb geht gut weg. Das heißt, wir haben rot gut verbraucht, gelb gut verbraucht, blau fast gar nicht. Jetzt kleben wir den Aufkleber einfach wieder hier oben rauf. Zack. Und das war's dann schon. Jetzt natürlich wieder ein Stück Klebeband auf die Flasche oben rauf. Nachteil bei dem Klebeband ist immer, wenn man es loslässt, klebt es fest und man findet immer den Anfang nicht. Aber jetzt haben wir. Warum ich unbedingt so eine große Schere hier verwende, ich habe hier keine andere liegen. Das ist das ganze Geheimnis. Ja, dann den Deckel rauf. Und wie gesagt, achtet drauf, sucht euch einen Platz, wo die Flaschen stehen gelagert werden können. Beste ist, nehmt ihr so eine kleine Plastikbox, wo ihr die reinstellen könnt und eben irgendwo einen Schrank, sodass die nicht fallen können. Dann habt ihr das immer relativ sicher und ihr versaut euch nicht den Fußboden oder den Wohnzimmertisch oder wo auch ihr immer beschäftigt seid damit. So, jetzt die Patronen wieder einsetzen, mal eine Testseite drucken, gucken, ob alles funktioniert und dann auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg und werdet reich, indem ihr spart. Schön mit euch.